Dies ist der einzige Primat, der abgesehen vom Menschen auf dem europäischen Kontinent in Freiheit lebt. Er weiß um sein Privileg. Deshalb stolziert er so herum, obwohl er mit seinen 60 bis 72 Zentimetern recht klein ist, keinen Schwanz hat und nicht aufrecht gehen kann. Warum ist er so besonders? Weil der sogenannte Macaco de Berbería, der Berberaffe, seit Jahrhunderten der Wächter und inoffizielles Maskottchen eines winzig kleinen britischen Territoriums an der andalusischen Küste ist. Ja, richtig, Gibraltar und sein Felsen sind nicht spanisch. Wir Spanier nennen Gibraltar oft einfach nur El Peñón, der Felsen. Dieser Felsen ist 426 Meter hoch. Die Gesamtfläche dieses, ich wiederhole, britischen Territoriums beträgt gerade einmal 6 Quadratkilometer. Aber Achtung! Darunter befinden sich an die 55 Kilometer Tunnel, von denen einige während des Zweiten Weltkriegs von der britischen Armee gegraben wurden, um Munition, Lebensmittel und selbst Lazarette zu verbergen. Gibraltar ist eine strategisch wichtige Enklave. Das Tor zwischen dem Mittelmeer und dem Atlantischen Ozean. Außerdem begrenzt es Europa und liegt gegenüber von Afrika. Bei gutem Wetter kann man vom Felsen aus Afrika sehen. Es ist nur knapp 15 Kilometer entfernt. Man erzählt sogar, dass die ersten Makaken aus dem Rifgebirge stammen. Als Haustiere sollen sie gemeinsam mit den Muslimen über die Meerenge gekommen sein, als diese um das Jahr 700 die iberische Halbinsel überfielen. Die Berberaffen wurden Zeugen vieler Schlachten, wie der von 1462, als die Kastilier Gibraltar nach fast 8 Jahrhunderten arabischer Besatzung eroberten. Danach war Gibraltar bis zum Ausbruch des Spanischen Erbfolgekriegs im Jahr 1701 spanisch. So, und jetzt passen Sie gut auf, denn wir tauchen in die spanische Geschichte ein. Carlos II., Karl II. Von Spanien, war der letzte Vertreter des Hauses Habsburg und starb 1700 ohne Nachkommen zu hinterlassen. Er ernannte daher den Bourbonen Philipp von Anjou, den Enkel des Sonnenkönigs Ludwig XIV., zu seinem Nachfolger. Doch Philipp muss seine Legitimität gegen einen anderen Anwärter auf die spanische Krone verteidigen, einen Nachkommen der Habsburger Familie, Erzherzog Karl, der spätere Kaiser Karl VI. Es kommt zum Krieg. Auf der einen Seite Philipp von Anjou, unterstützt von Frankreich und einem Teil Spaniens, auf der anderen Karl von Habsburg mit England, den Vereinigten Niederlanden, Österreich und anderen Mitgliedern des Heiligen Römischen Reiches. Sie alle wollen verhindern, dass der französische und der spanische Thron unter die Krone der Bourbonen gestellt werden. Zu mächtig für ihren Geschmack. Der Krieg ist lang und blutig. Erst 1713 wird mit dem Vertrag von Utrecht Frieden geschlossen. Durch den Vertrag wird es Philipp V. von Bourbon zwar ermöglicht, den Thron zu besteigen, aber er muss Gibraltar von Rechts wegen und für immer an Großbritannien abtreten. Seitdem versuchen die Spanier immer wieder vergeblich El Peñón, den Felsen, zurückzugewinnen. Einmal hatten wir es fast geschafft. Ende des 18. Jahrhunderts, als wir Spanier mit Hilfe der Franzosen Gibraltar belagerten. Der Legende nach irritierte das Manöver die Affen, die anfingen zu schreien. Dadurch wachten die Briten auf und der Überfall war vereitelt. Die Affen gelten als die wahren Herrscher des Felsens. Ein Sprichwort aus Gibraltar besagt: Die Briten werden Gibraltar erst verlassen, wenn die Affen gehen. Während des Zweiten Weltkriegs reduzierte sich die Zahl dieser Primaten drastisch. Um das Schicksal nicht herauszufordern, ordnete der britische Premierminister Winston Churchill an, einige Berberaffen aus dem Maghreb zu importieren, damit die Population nicht schrumpft. Heute sind sie etwa 300 und die Zahl der britischen Staatsbürger liegt bei etwa 30.000. Mit ihren roten Telefonzellen, ihren Pubs, ihre eigenen Währung, dem Gibraltar-Pfund,
und ihrer besonderen Art zu sprechen. El Llanito, eine Art Spanglisch mit andalusischem Akzent. Doch die Amtssprache ist Englisch. Nur wenige Meter trennen uns von diesem sonnigen Zipfel Großbritanniens. Wir müssen nur das überqueren, was Sie die Grenze nennen. Wir nennen es beschönigend La Verja, den Zaun. Die Warteschlangen sind beeindruckend, doch nicht so nervenaufreibend wie die Anreise mit dem Flugzeug. Denn die Landebahn kreuzt die Schnellstraße. Die Autos halten, um Flugzeuge landen zu lassen. Jetzt sind sie endlich dort. Aber aufgepasst, überall sind Affen. Sie sehen lustig aus, aber sie sind ruchlos, klauen Rucksäcke, Handys und Halsketten. Sie klettern dir plötzlich auf den Rücken und wenn sie wütend werden, beißen sie. Sie schleichen sich durch Fenster. Hotels empfehlen, die Fenster nachts geschlossen zu lassen. Aber Achtung, die Affen sind unantastbar. Denken Sie daran, dass Sie unter dem Schutz der Regierung Gibraltars stehen.